Waschbär wurde vor über 30 Jahren in Freiburg gegründet, und zwar vor dem Hintergrund großer Umweltkatastrophen. Zu dieser Zeit wollten wir es den Menschen ermöglichen, mit alltäglichen Handlungen etwas für den Schutz der Umwelt zu tun. Und seitdem sehen wir uns als Teil dieser Bewegung, der wir Wissen zur Verfügung stellen und Lösungen in Form von Produkten anbieten. Also der Impuls kam letztendlich von den Kunden, die sich eine neue Gestaltung gewünscht haben. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, wie mache ich das, dass es authentisch bleibt? Waschbär steht ja dafür, dass man mit seinen Händen ein Stück weit die Welt verändern kann. Und das haben wir hier ganz real praktiziert. Das Markenzeichen haben wir tatsächlich mit der Hand gemacht. Das heißt, wir haben uns mit Tusche und Papier hingesetzt und haben es gezeichnet. Das war uns sehr wichtig, weil in dem Moment verbinde ich mich zum einen mit dem, was ich tue, und wir schaffen etwas ganz Lebendiges. Wir schaffen ein Zeichen, was tatsächlich ja, aus Menschenhand entstanden ist. Die andere Möglichkeit wäre ja, es einfach rauszugeben und mir dann einfach schön machen lassen. Aber dann habe ich die Gefahr, es ist eigentlich, da wird was übergestülpt, was uns gar nicht entspricht. Und uns war wichtig, dass die Mitarbeiter tatsächlich an der Stelle mitmachen können und sich damit schon verbinden können. Die Aufgabe für uns als Projektgruppe war, die Vision vom neuen Waschbär gestalterisch umzusetzen. Und was uns dabei wahrscheinlich am meisten geholfen hat, waren die wertvollen Rückmeldungen von unseren Kunden, die sozusagen Wegweiser waren bei unserer Arbeit. Wir haben bewusst auf das Wesentliche reduziert, um Raum zu schaffen für eine lebendige Bildwelt. Und die neue Gestaltung ist die erste sichtbare von vielen Veränderungen, denn wir haben noch viel vor.